Nächster Halt, Handelszentrum. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Aber in was für einem? Das ist ja die Frage. So, wir haben noch 2 Minuten. Bis zum Handelszentrum. Ob wir das schaffen? Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ja, viel Spaß. Also, herzlichen Glückwunsch. Aber das muss ja auch ein Mann eingesprochen haben, ne? Ob wir dürfen, ne? Ja, sieht gut aus. Dann fahren wir mal eben rüber. Nächster Halt, Handelszentrum. Oh. Parken in Perfektion. Ja, danke. Aber du musst mir nicht so in den Nacken schreien, Opa. Ja, kriege ich ein bisschen Angst. Denk dran, Fussels Herz ist alt und fett. Der kann nicht mehr so gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir alle gemerkt habe. Die ist neu. Na klar, hier. Ich habe ihm meine Fahrkarte ja, schon. Komm, ich dachte, ich hätte... Na klar. Du sollst nicht denken, hier, du sollst dir eine Fahrkarte kaufen. Was? Ach so, klar. Ich habe ihm meine Fahrkarte schon ich habe ihm meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja, stimmt, an euch kann ich mich jetzt dunkel erinnern. War mir irgendwie sicher, ich hatte einen Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt, aber... was war das denn jetzt für eine Nummer? Sorry, ich hab ganz vergessen aus... Na genau, aufs Auto, durchs Auto. Alles realistisch. Bei dem bekloppten... Ach, ich muss ja gar nicht hier abbiegen. Bei den bekloppten NPCs ist das ja auch nicht schlecht, wenn ich hier mal langsam fahre, es oder? Es ist ganz schön dunkel hier hinten. Können Sie mal das Licht anmachen? Ich fühle mich, als hätten wir gestern im War jetzt richtig, ne? Passagierbeleuchtung. Ich bin hundemüde. Das erinnert mich so ein bisschen an, da gab es doch noch Flixbus-Simulator oder so ähnlich, ne? Können Sie mal das WLAN-Passwort anmachen? Können Sie mal dies? Können Sie mal jenes? Aua, mein Bauch. Oh ne, komm. Nicht schon wieder in den Bus kackeln. Ist doch widerlich. Nächster Halt, Plöger. Nimm dir ein Taxi, wenn du zum Arzt fährst. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Ich brauche daneben. Eine Fahrkarte. Ja, ich kann mich jetzt nicht konzentrieren. 1, 2, 3, 4. Wo muss ich denn hin? Da. Einzel. Senior. Bitte. Nee, mir fällt das jetzt zunehmend schwer, mich zu konzentrieren. Die war drin. Oh, der ist neu. Ja. Die ist auch neu? Was? Klar. Hier, bitte. Sie haben meine Fahrkarte. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon. Augenblick. Da. Hier, bitte. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Ja, gut. So. Hotel. Da könnten wir ja endlich mal einziehen, wa? Schön ins Hotel. Dann kann ich auch mal schlafen. So muss ich nicht immer in der Halle liegen. Nächster Halt. Kathedrale. Stadtzentrum. Hier braucht man ja auch nicht besonders schnell fahren, wegen dieser komischen Verkehrsberuhigungshügel. Aber wenn da vorne eh gerade Stau ist, weil Fußgänger. Was ist denn da wieder für eine Busparade? Hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Oh nein. Ananas. Nächster Halt, Kathedrale. Stadtzentrum. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ja, aber nur wenn du hinten sitzt, du. Parken in Perfektion. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen.
Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Das hätte ich auch gerne. Achso, ich könnte Ihnen ja eine verkaufen. Ich habe ja welche. Stimmt ja. Gut, dass Sie es sagen, junge Frau. Danke. Bitte. Hier, bitte. Du hattest schon, ne? Du Was? Bist neu, du bist neu, du Was? Bist neu. Also. Und du bist neu. Die beiden, die hatten wir schon, ne? Hier, bitte. Schatz, welches ist deine Lieblingsfarbe? Weiß. Was? Schatz? Welches ist deine Lieblingsfarbe wahrscheinlich, ne? Weiß nicht. Welche dann? Farbe, ja. Nächster Halt, alte Brauerei. Ich fahre mal hier langsam weiter, weil hier sind so Schlaglöcher. Seufzt, wenn man sich beim Witz verschreibt, klappt er irgendwie nicht. Also selbst mit Farbe verstehe ich ihn nicht. Schatz, welches ist deine Lieblingsfarbe? Weiß nicht, welche dann? Also ich würde meine Frau dann eher anmotzen und sagen, ich habe dich gefragt, welche Farbe und nicht, welche nicht. Und wäre dann wahrscheinlich wieder Single. Ja, das mit den Witzen ist gar nicht so einfach. Ah, pünktlich, pünktlich. Tschüss. Ciao. Eine Fahrkarte. Tschüss. Ciao. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Danke. Gleich macht's irgendwann Klick, dann verstehst du ihn auf einmal. Das könnte sein, ja. Wobei ich übrigens heute auch, also jetzt in meinem jetzigen Zustand, auch nicht mehr viel Erwartungen an mich habe. Wie oft wollen Sie die... Na klar. Ach, schreib mich doch nicht an, du. Klar. Klar. Die ist neu. Klar. Den hatte ich schon. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Sag ich doch. Oder ist das so ein richtig ekelhaft Perverser? Nächster Halt, Pferdemühlengasse. Bist du Freitag ins alte Sägewerk? Nee, ich muss arbeiten am Samstag. Das sehe ich auch. So. Hier biegen wir mal ab. Wenn noch ein bisschen rot ist, dann kann ich ja noch mal einen Tee trinken. Das Huhn hat gerade die Straße überquert? Mhm. Aua, blitz mich doch nicht. Ja, Moment. Das war aber der Bus, der so stark eingeschlagen ist. Ciao. Klar. Na klar. Sie haben meine... Hab ich Ihnen schon gezeigt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ja, öfters. Klar. Na klar. So. Wir müssen ja... Wo ist denn der Buskollege? Habe ich den Herd ausgeholt? Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wo ist denn mein Buskollege hin? Bitte alle aussteigen. Man weiß es nicht so genau. So, hier will auch keiner über die Straße. Haben wir gleich geschafft. Dann ist aber auch gut. Genau, raus hier, Rattenpark. Und nehmt euren Müll mit, ne? Tschüss. Ciao. Mein, höflich sind sie ja. Manche. Nicht alle.
Bis dann. Ciao. Ich hab gesagt, Müll mitnehmen. Alte Krähe. Normalerweise müsstest du dann rauslaufen und der den richtig von Kopf werfen. Richtig schön von Appel. Komme ich hier nicht rum? Ich versuch's mal. Ja, da kommt jetzt natürlich ein Buskollege, ne? Hi! Hauptsache, der sagt dem Chef nichts, weißt du? Dass ich hier so ungestüm um die Ecke holper. Du darfst nur was essen, wenn du XXL-Linie gebaut und gefahren bist. Mit allen Haltestellen. Nein. Das geht ja auch noch gar nicht. Wir haben ja noch gar nicht alle Haltestellen, Enrico. Das geht leider nicht. Kann man überhaupt so lange Linien bauen? Ist nicht bei 20 Schluss? Kann man wirklich eine Linie bauen, wo alle Haltestellen drin sind? Ich meine, die würde ich nie fahren wollen. Da bist du ja 4 Stunden unterwegs. Auf gar keinen Fall. Aber man könnte natürlich eine Sightseeing-Linie bauen oder sowas. Aber wir müssen noch ein bisschen was freischalten. Insofern haben wir ja noch ein bisschen. Und wir haben ja auch nicht vor, heute das letzte Mal gespielt zu haben. Also wir müssen ja auch ein bisschen Content haben. Das klappt noch. Aber du folgst mir, ja? Insofern, weißt du ja, jeden Dienstag. Und irgendwann können wir dann auch mal so eine XXL-Linie machen. Vielleicht auch Multiplayer. Also du siehst, da ist noch viel Möglichkeiten. Und wie immer Luft nach oben. Weil ich wusste, der fährt eh nicht los. So, hier holzen wir auch einmal drüber und dann sind wir gleich schon in der Garage. Hui. Jeder gute Bus wäre jetzt umgefallen. Und in die Garage. Hasse Wetter. Es gewittert. Regen. Morgen. Ne, regnet. Hoffe, morgen wird's schön. Real Life oder im Spiel? Aber wir haben gar nicht so schlechtes Wetter. Sieht hell aus. Ich meine, hier im Büro habe ich ja eh die Dinger runter. Ne? Hier, die ist das schon. So. Ah, die Busfarbe gefällt. Also das Design gefällt mir. In echt. Alles echtes Wetter gibt es auch noch. Sowas komisches. Plögerpark macht mir ein bisschen Sorgen. Warum ist denn der Plögerpark und die alte Brauerei noch so schlecht? Weiß das jemand? Hat da jemand eine Idee? Die haben ja kaum gelevelt. Ist da keiner eingestiegen? Ich dachte, wir kriegen die fertig. Weiß ich, vergesse doch bis nächste Woche, dass wir die noch fahren müssen. So, haben wir irgendwas Falsches gemacht? Nö, alles super. 24.000 knappe verdient. 506, wir waren schon mal besser, ne? Wieso? 31.250 für Werbung? Ich glaube, wir haben eine Werbung, die könnten wir, verdienen wir mehr Geld mit, wa? Kann das sein? Die kostet 1.000. 1.000 und 1.000. Die kostet 2.000. Verdienen wir denn da auch mehr mit? Aus welchem Bundesland ich komme? NRW. Hiermit verdienen wir mehr. Alles klar, dann weiß ich schon mal Bescheid. Schließen wir und machen auf Abbrechen. Wirklich alle Änderungen verwerfen. Ja, 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 ja. Wir haben ja nichts verändert, ne? So,
Okay, also mit 1,9 Millionen haben wir ein bisschen Geld auf dem Konto. Enrico kommt aus Sachsen. Schönes Bundesland. Gibt es viele schöne Flecken. Und wir werden... Ja, also wir müssen beim nächsten Mal nur dafür sorgen, dass wir auf 10 Strecken kommen. Dann haben wir dieses Ziel auch erfüllt. Ist doch schon mal was, oder? Das sollten wir in der nächsten Woche schaffen. Wir stellen dann einfach ein paar Strecken um. Werden weniger Strecken haben, dafür längere Strecken. Und setzen dann einfach 2, 3 Busse drauf. Hier die ZOB, die 75 zum Beispiel, die werden wir wieder ein bisschen verkleinern, weil da verdienen wir ja einfach nicht genug dran. Deswegen machen wir das, machen wir die kleiner, fahren die nochmal, damit wir auch die Level 5 Haltestellen bekommen. Alles klar, so. Also in meiner Ecke von NRW regnet's. Ich guck mal eben raus. Ja, das sieht aber nach einer Cumuluswolke aus, also geht. Ein bisschen bedeckt ist es. Also man sieht wenig blauen Himmel, aber so richtig ekelhaftes Wetter ist jetzt gerade nicht. Aber ja, ihr kennt das ja, ne? Ist ja immer das Gleiche. So, bei dem einen regnet's, bei dem anderen schneit's. Habt ihr jemanden, wo ihr hinraiden wollt? Bei mir ist nämlich mal wieder keiner online. Komische Leute. Was wird mir hier gerade vorgeschlagen? Was ist das denn hier? Den kenne ich doch. Ist der nicht von Peachmeat? Weiß ich nicht. Nee, ich habe hier keinen. Planet Zoo, Just Chatting, Dead by Daylight. Keiner online. Bei Schwupsel ist auch so. Bei Schwupsel ist immer Sonne, weil Schwupsel hat nämlich einen leckeren Auflauf. Da müssen wir jetzt alle hin und uns satt futtern. Das Schlimme ist, da hätte ich jetzt echt Hunger drauf. So schön mit dreifach Käse. Ha, ich muss mal wieder einen Auflauf machen. Aber das ist immer so viel dann. Weißt du, da esse ich 6 Tage von. Das ist auch blöd. Man weiß es nicht. Okay, so. Oh, schon zu Ende? So ist es. Ich wünsche euch jetzt natürlich mit viel, ganz viel Käse. Genau so muss das sein. Und dann auch verschiedene Käsesorten, damit man so einen würzigen Geschmack hat. Sehr lecker. So, dann bedanke ich mich heute ganz, ganz, ganz herzlich bei... Thomas war vorgestern, ne? Genau. Nico, Enrico, Tommy für ihren Follow. Und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend, den wir ja schon haben. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, am übermorgigen Donnerstag wieder zu Lasst euch überraschen. Keine Ahnung, 13 Uhr geht es auf jeden Fall los mit irgendeinem Spiel. Mal gucken, welches. Oder am Samstag um 13 Uhr für eine Runde Planet Zoo. Oder am Sonntag um 20 Uhr. Wir haben noch nichts abgesprochen, aber eigentlich müsste wieder Minecraft sein, weil es sind ja 2 Wochen rum. Deswegen eigentlich mit Minecraft. Mal gucken. So. Wer noch will, kann mir noch schnell folgen. Auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter, im Discord. Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu bleiben, gibt es ja massenhaft. Und der ein oder andere wird vielleicht auch bestätigen, dass ich mich da auch melde. Nicht unbedingt immer innerhalb von einer Stunde, aber so schnell es eben geht. Macht es gut. Bis dahin. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.